Serio, Gerardo, Serio. Si querés mirar. Ahí está. Arriba Argentina. Arriba Argentina. Sich in der Mitte des Feldes, zum Beispiel der Schatten von Aberfans von Wolfsburg, sehr kreuzig. Darf ich einen Stift haben? Dann kann ich auch schreiben. Ah, okay. Hey, das war gar nicht. Die sich heute hier zu uns eingefunden haben. Wie immer sind die Masters ein bisschen lässig, die gehen erstmal irgendwo essen. Und wenn sie dann gesättigt sind, dann kommen sie hoffentlich hier auch noch zur Band. Bei mir ist Tone Pahle, die Frontfrau der FISA Masters Kommission, die sozusagen das Ganze hier auch mit initiiert hat. Tone Pahle, Chairwoman of the FISA Masters Commission. What do you think about this setup? Isn't it great? Am I allowed to answer in English? Yes. Oh yeah, I'm going to try and translate it. Oh, the setup is great. I mean, we were expecting a great regatta and it's looking very promising. So it's good. Thank you, Duisburg. Thank you, Duisburg. That's worth an applause, isn't it? Ein Applaus von uns allen an die Stadt Duisburg, an ihre Bürgerinnen und Bürger, an die vielen Helfer. 3000 Ruderer aus 46 Nationen. Duisburg ist Gastgeber für die Welt heute. Und wir freuen uns ganz besonders auch wieder hier zu sein von der FISA Masters Kommission. Tone, more than 3000 athletes. What are your highlights in the racing program? Must be my own races. No. I enjoy seeing the oldest single scholar today racing. It was great. The old man, the old gentleman, that was great. Charles Huster, I think, 95 years. 95 Jahre. Unser amerikanischer Ruderfreund Charles Huster ist immer noch im Einer unterwegs, 8 Meter lang, 14 Kilo schwer, aber nur 30 Zentimeter schmal. Und er bewegt ihn immer noch mit 95 Jahren, großartige Geschichte. Aber Masters ist man schon mit 28 im Rudern. Also wer von Ihnen 28 ist oder auch nicht rudern kann, oder 27 sogar schon, der kommt dann bitte nachher zu mir. Ich habe die Antragsformulare dabei für den nächsten Ruderclub um die Ecke, okay? Tell us a very short thing about the history of the World Rowing Masters. I mean, this is the, how many times have we done this? This is the 39th regatta. There was a pre-regatta in 73 in Austria, and it was a success. So I think it started with 700 rowers, and now we know the numbers. So it's great. We really have reached the thing for Masters. So, do you want to to do an official opening? I'm happy to do the official opening. We had the flag race today, and we had the music, but I'm going to say, yes, we have opened regatta now, and please feel welcome, and stay, watch the other people racing. You will enjoy it. So thank you, Tone Pahle. Thank you for bringing this event to Duisburg, and thank you. Thanks to the Duisburg Organizing Committee with the many, many volunteers, more than 200 volunteers, for doing this great job. And we are sure the band behind us will do a great job as well. Adriano Bartolo. Okay, so please enjoy the band, enjoy the racing the next days, and see you tomorrow, 8:30. Please be on time. We'll be right back.
Reimer.